unser Hauptarbeitsbereich ist wirklich die Denkmalpflege. Aber für uns ist das immer noch die schönste Arbeit, wo wir im Prinzip ja, drin richtig aufblühen. Für mich ist der Kunde König. Der Kunde muss sich auf uns verlassen können. Ja, wir sind ein Familienunternehmen. Mein Sohn Peter hat jetzt gerade bei dem Steinplattenprojekt eigentlich, ja, ich würde schon fast sagen, die Federführung. Wir verarbeiten ausschließlich Naturstein, weil der Steinmetz eigentlich von Grund auf immer nur Naturstein bearbeitet hat. Tuff ist nichts für im Sockelbereich, Basaltlava ist für den Sockelbereich. Tuff ist dann eher für den Bereich, wo es nicht ständig durchfeuchtet ist. Ja, die Höhe haben wir jetzt eingegeben. So, einen Schnitt, um zu gucken, wie er aussieht. Der Stein ist meine Welt. Es gibt so viele verschiedene schöne Steinarten. Jeder Stein ist anders. Es ist immer ein neues Erlebnis. Ja. Muss erst schauen, ob der Stein in Ordnung ist, ob das Material gut ist. Keine Stiche oder irgendwelche Einschlüsse drin sind, dass man also brauchen kann. Für Treppen, Stufen. Unser Hauptarbeitsbereich ist wirklich die Denkmalpflege. Renovierung von ja, denkmalgeschützten Bauwerken, egal ob das Kirchen sind, profane Bauten oder ob es Denkmäler sind im kleineren Sinne, Grabdenkmäler, Kreuzwegstationen, wie auch immer. Und das ist schon was sehr Spezielles. Hier sind wir im technischen Büro. Hier laufen im Prinzip die Fäden zusammen. Zuerst wird auf der Baustelle das Aufmaß genommen, Fotos gemacht. Gerade in der Denkmalpflege muss ja das, was wiederhergestellt wird, dem Alten entsprechen. Und das ist schon eine aufwendige Sache. Das heißt, Zeichnungen werden an PC erstellt, es werden nochmal Kontrollen durchgeführt zwischen Foto und erstellter neuer Zeichnung. Dann werden die Werklisten, die der Steinmetz braucht, oder beziehungsweise die Programme, die für unsere Bearbeitung mit den Maschinen erforderlich sind, hier erstellt, damit auch wirklich der angefertigte Stein später dem Originalbestand wieder entspricht. Also hier ist jetzt im Moment ein gutes Objekt, was wir im Moment am Restaurieren sind. Das ist ein Kapelleneingang in Mönchengladbach. Da sieht man schön an diesem Foto die Schäden, die aufgetreten sind über die Jahre. Da der Stein im Grunde nicht mehr zu retten ist, wird er komplett ausgetauscht. Das heißt, es sind mehrere Elemente, die vor Ort aufgemessen werden müssen, weil Türelement und Eingang bleibt ja bestehen. Das heißt, das Teil muss wieder reinpassen, wie es vorher war. Deswegen machen wir zuerst ein aufwendiges Aufwas vor Ort an der Baustelle. Einmal digitalisieren wir Sachen ein, beziehungsweise was nicht geometrisch zu messen ist, wird gescannt praktisch. Das heißt, damit habe ich schon praktisch ein 3D komplettes ja, Modell, was man noch hier jetzt mal im Raum so drehen kann. Das heißt, dieses 3D-Modell brauche ich auch im Grunde für jetzt unsere Maschinen, die wir haben, die CNC-Maschinen, beziehungsweise einen Roboter ja, einzustellen, beziehungsweise zu programmieren. Ja, wie man sieht, hier haben wir Teile, die vorgefräst wurden vom Roboter. Man sieht diese Frässpuren im Profilbereich. Man sieht diese Frässpuren auch in der Fläche. So kann man aber ein Teil, was in der Denkmalpflege verbaut wird, nicht einsetzen. Hier sieht man endgültig bearbeitetes Werkstück, wo wirklich der Steinmetz Hieb für Hieb angesetzt hat. Wirklich Unikate. Ich sage immer, diese Steine von uns haben eine Nummer oder einen Namen. Jeder Steinmetz, ja, denke ich mal, wenn er den Stein dann wirklich fertig gearbeitet hat, ist auch ein wenig stolz auf sein Stück. Perfektion in Handarbeit. Einfach toll. Talent gehört dazu. Ohne geht gar nichts. Und die Übung bringt natürlich die Geschwindigkeit
Und das Exakte kommt, ja, was soll man sagen, 2, 3 Jahre, bis es an einem weichen Stein geht. Aber hier an dem Hartgestein, da musst du schon 5, 8 Jahre haben, bis du da richtig drauf hast. Das geht nicht so ohne weiteres. Und das Geschick ist entscheidend, der Matthias. Ja. Das kann man nicht lernen. Der sieht gut aus, prima. Gut so. Danke. Die Kombination zwischen Handarbeit bzw. das Vorfräsen einer CNC-Maschine eines Roboters. Wir haben im Prinzip hier das Original liegen, das gab es zweimal. Das eine ist aber komplett zerstört gewesen und anhand diesem können wir das nochmal rekonstruieren. Es fehlt zwar hier unten im Bereich auch ein Teil, man sieht hier diese abgewitterten Bereiche, aber wie gesagt, Gott sei Dank war noch ein Originalteil vorhanden, was wir dann scannen konnten, 3D-Scan erstellen konnten und dann mit dem Roboter so vorgefräst haben. Aber wie das immer so ist, der Steinmetz muss die endgültige Bearbeitung immer noch von Hand machen. Er hat zwar gewisse Hilfsmittel, Presslufthammer, Winkelschleifer, aber die komplette oder Endbearbeitung muss immer noch manuell erstellt werden. Also es gibt auch da nichts, was man heute komplett mit der Maschine fertigen kann bis zum Ende. Und das ist der Steinmetz, der auch, ja, das sind auch Sachen, das kann man nicht nur lernen. Da muss man einfach ein Fingerspitzengefühl haben. Das muss einem im Blut liegen. Das sind bildhauerische Arbeiten. Vorhin haben wir dann diese Profilarbeiten gesehen. Das unterscheidet sich also ganz enorm. Mhm. Da nützt auch das Lernen nichts. Das muss man wirklich in den Fingern oder in den Händen haben. Ja, ich würde sagen, von Vorteil ist jetzt, dass das alte Stück direkt so nah daneben liegt. Dann kann man ja gut hier gucken, wie das alte ist und das neue dann anfertigen. Ja, ich bin jetzt 33 Jahre Steinmetz mit der Lehre dann, 3 Jahre Lehre. Und jetzt bin ich in der Firma, wo es für mich schön ist, dass auch viel so Bildhauersachen gearbeitet werden. Das war vorher nicht so der Fall. Und was hier jetzt noch schön ist, der Roboter hat ja schon was vorgearbeitet. Jetzt muss man nur immer noch gucken, wo die einzelnen Kanten und so, die muss man sich dann noch selber suchen. Wir befinden uns hier im Steinbruch in Weibern. Man nennt das Material Weiberner Tuff. Die ersten Steinbrüche waren hier schon vor, ich denke mal, 150 Jahren. Aber es waren alles kleine Parzellen. Es gab viele Steinbruchbesitzer, so nannte man sich früher. Das waren hier ja hoch angesehene Leute. Aber es waren alles immer ganz kleine Parzellen. Mein Vater hat in den 60er Jahren, Anfang 60er Jahren, mit dem Steinmetzbetrieb begonnen, aber ohne eigenen Steinbruch. Und dann hat sich die Chance ergeben, dass mein Vater hier einen Steinbruch kaufte, weil hier ein Besitzer das Ganze abgeben wollte und in ein Betonwerk investieren wollte. Zwei unterschiedliche Gedanken. Ein Steinmetz investiert in den Steinbruch und der Kollege investiert in ein Betonwerk. Und da fing eigentlich die Sache an. Das war, glaube ich, Ende 60er Jahre. Man sieht oben noch, wann hier begonnen wurde. In unserem jetzigen Steinbruch war 1954 und mein Vater konnte nach und nach immer wieder einige Parzellen dazu kaufen und heute haben wir eben das Glück, dass dieser Bereich ja komplett uns gehört. Der Vorteil von einem eigenen Steinbruch liegt auf der Hand. Zum einen bin ich flexibel, ich kann ganz schnell reagieren, wenn es ganz wichtig ist. Der zweite Vorteil ist, ich kann aber selbst entscheiden, welchen Stein ich für welche Arbeit nehme. Wenn ich Material zukaufe, bin ich darauf angewiesen, was ich angeliefert bekomme. Aber hier kann ich genau zu meinen Männern sagen, ich brauche jetzt einen Stein, der so und so groß ist. Oder ich suche mir genau den Stein selber aus, den ich gerne für diese Arbeit hätte. Weil die Materialqualität ist ja auch immer, oder ja, ist entscheidend für den Stein, was ich daraus machen möchte. Oder die Anforderungen sind ja immer wieder unterschiedlich. Es gibt aufwendige profilierte Steine, es gibt einfache Flächensteine. Und da entscheidet man einfach dann, dieses Rohmaterial ist für den geeignet oder auch nicht. Das Team
Ja, wir sind ein Familienunternehmen. Und von daher fühlt man sich auch mit dieser Mannschaft, die bei uns ist, eigentlich als große Familie. Mein Vater und meine Mutter haben das Unternehmen gegründet, wie vorhin schon mal gesagt. Dann bin ich irgendwann dazugestoßen. Ja, für mich gab es eigentlich gar keine Überlegung, keine Frage. Ich bin einfach so da reingerutscht. Meine Frau hat dann Bürokauffrau gelernt, ist jetzt mit im Büro drin. Mittlerweile ist auch der Sohn soweit, hat eine Berufsausbildung als Steinmetz, ist zurzeit auf Fortbildung, Meister und Techniker. Peter hat jetzt gerade bei dem Steinplattenprojekt eigentlich, ja, ich würde schon fast sagen, die Federführung. Er ist einfach mit diesen neuen Gerätschaften vorne dabei. Die Jugend macht das mit Leichtigkeit, das Scannen, und das habe ich ihm eigentlich überlassen. Und er ist auch derjenige, der das, ich sag mal, zu 90% durchzieht. Wir sollen ja dieses Steinkistengrab scannen, 3D-mäßig und in Gips zu fräsen, weil es einfach dem Objekt näher kommt. Man kann eine ganz andere Oberflächenbearbeitung erzielen beim Fräsen. Das heißt, für den Abguss gibt es nachher mit Sicherheit weniger Nacharbeiten. Die Aufgabenstellung ist natürlich, ja, das Objekt dem Original so nah wie möglich zu bringen. Aber es ist natürlich auch mit diesen Werkzeugen, die einem zur Verfügung stehen für diese Fräsarbeiten, nicht alles zu erreichen. Es gibt Hinterschnitte, die kann man nur durch manuelle Nacharbeit wieder erzielen. Aber wie gesagt, das ist relativ anspruchsvoll, weil es einfach viele Risse in diesem alten Steinkistengrab gibt, die durch die jahrelange Lagerung irgendwo aufgegangen sind. Und das ist einfach die Problematik, weil es dafür keine richtigen Werkzeuge gibt. Ja, hier sehen wir jetzt den Rohblock, wie er quasi zuerst in Gips gegossen wurde und dann eben auf den Roboter aufgebänkt wurde. Das heißt, das ist ja der Rohblock. Weiter geht's dann, darunter liegt dann das fertig, wie das Objekt, wie es eigentlich fertig sein sollte. Das heißt, hier wurden jetzt die Scans, die vorher in Berlin angefertigt wurden, aufbereitet. Jetzt kann man hier zum Beispiel sehen, das momentan gelaufene Programm, was ich jetzt hier auch über die von uns installierte Kamera beobachten kann, ist dann hier zu sehen als Werkzeugbahn. Das heißt, die hier zu sehenden Werkzeugbahnen werden dann über das nächste Programm auf den Roboter übergegeben und der führt diese dann eben exakt, wie sie hier zu sehen sind, aus. Wir haben das Modell im Prinzip jetzt mal vorbereitet. Die Scans sind fertig, die Programme sind erstellt, die der Roboter eben dann benötigt, für seine Bahnen zu ziehen. Er richtet den Stein jetzt aus, gibt die Koordinaten ans System und dann fangen wir an zu fräsen. Arbeite ich mit 2 mm Steps, das heißt, das Werkzeug fährt mit einem Mal 2 mm des Gipses weg. Das heißt, ich habe bei 15 cm Arbeitstiefe hier bei diesem Programm 700 Ebenen der Werkzeugbahnen. Und die teilen sich dann nochmal in viele tausend Punkte auf, da ja im Prinzip diese ganzen Bahnen aus Punkten bestehen, die der Roboter abfährt. Es gibt viele, gerade im Steinmetzhandwerk, viele Leute, die vor so modernen Maschinen zurückschrecken und die diese Maschine so ein bisschen, ja, mit Missachtung segnen, aber ich finde es eigentlich interessant und man sollte sich moderner Technik nicht verschließen und die eben im Steinmetzhandwerk oder auch eben bei solchen Objekten anzuwenden. Also ich finde, ja, mir macht Spaß. Also es ist abschließend zu sagen, dass wir ohne die Maschine eigentlich dieses Replik nicht herstellen könnten. Der Kunde König. Der Kunde muss sich auf uns verlassen können. Das ist für mich wichtig. Und
ich bin derjenige, der immer wieder nachhakt und überprüft, ob das auch wirklich so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dass der Kunde zufrieden ist. Das ist das A und O. Und dann kommt die Kundschaft auch wieder. Und gerade in unserem Bereich, in dieser Denkmalpflege, ist der Kreis ja relativ klein. Das heißt, man sieht sich immer mehrmals im Leben. Und deswegen ist es für mich einfach wichtig, dass der Architekt, der Bauherr, wie auch immer, zufrieden ist. Und das geht nur mit dem kompletten Team.